Hi Leute und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Slime Rancher. Wir sind immer noch in der Slime-Emulation. Ich habe ein bisschen gefarmt für euch, wie ihr sehen könnt. Uns fehlt nur noch so eine Fehlermeldung. Die ballern wir mal da rein. Kriegen wir noch einen Würfel. Ich habe auch schon alle Würfel am Start, die wir da hinten gelagert haben. Sind nicht so viele. Und jetzt können wir hier mal quatschen und kriegen das Bienchen-Update. Darauf warte ich ja schon die ganze Zeit. Irgendwas stimmt nicht. Überhaupt nicht. Die Simulation, die ich habe laufen lassen, um deine Leistungen bei diesem Projekt vorherzusagen, stimmt überhaupt nicht mit deinen Ergebnissen überein. Wie ist das möglich? Ich verlasse mich für alles auf meine Simulationen und sie haben das Leben immer einfacher gemacht. Aber was, wenn sie falsch sind? Oder was, wenn ein Element existiert, das ich nicht simulieren kann? Ich müsste eine vollkommen neue Formel entwickeln, um diese Entdeckung zu kompensieren. Und was würde das für meine vorhersagende Simulation bedeuten? All die Erfahrungen und Leute, die ich verpasst habe, wegen... Ich muss hierüber nachdenken. Ich habe den Plan für meine verbesserte Drohnen in deinem Labor hinzugefügt. Nach meinen Berechnungen sollten sie sich als sehr nützlich für dich erweisen. Nun, das hoffe ich zumindest. Jetzt, ich muss sofort darüber nachdenken. Aber bitte sammle mehr Fehlermeldungen in der Simulation. Ich bin sehr nahe daran, den Ursprung des Bugs zu finden, der für die Erzeugung von Störslimes verantwortlich ist. Im Austausch werde ich eine substanzielle Belohnung für dich vorbereiten. Diagnose ausführen für Simulation. Benutzername Victor Humphreys. Passwort, Hopsi. Entschuldigung, ich bin wieder in meine Arbeit versunken, ohne auf Wiedersehen zu sagen. Ich freue mich auf deine Ergebnisse. Auf Wiedersehen. Alles klar. Was genau bedeutet das da rechts? We will see. Und 600, eskaliert der Typ eigentlich oder was ist mit ihm los? 360 war schon richtig hart zu sammeln. Aber jetzt erstmal zurück nach Hause und wir kümmern uns um unsere Bienchen. Ja, als nächstes geben wir mal diese Würfelchen hier in unsere Raffinerie. Ich glaube, das ist der einzige Ort, wo wir sie brauchen können. Können wir mal gucken, hier haben wir eh nichts mehr. Gott, ich hoffe, man hört die Vögel nicht, die draußen voll am Abgehen sind. Und jetzt müssten wir erweiterte... Was? Weiterentwicklung Drohne. Okay. Ah, ich dachte, wir können die upgraden, aber wir müssen jetzt einfach bessere bauen. Das finde ich natürlich ein bisschen deprimierend, wenn ich ehrlich bin. Und dafür brauchen wir auch Würfel. Okay, okay. Boah, ein reales Gelee und Hexerwaben. Eine weitere entwickelte Version deiner Drohne, die über die Kapazität verfügt, zwei Aufgaben zugleich erledigen. Yes. Ja, wir bauen gleich mal zwei, wir bauen gleich mal drei. Drei können wir uns leisten. Und ich guck mal, wo wir die einsetzen könnten. So, Leute, jetzt haben wir hier unser erstes doppeltes Dröhnchen. Und der werden wir gleich mal ein paar neue Befehle geben. Mal gucken, ob die das denn hinkriegt. Die soll bitte... Hallo, ich finde... Ah, Herzrüben. Von den Gärten. In den Futterautomaten stecken. Und die soll... Felsplots. Vom Gehege. Nee, vom Plotsammler. In den Plotmarket ballern. Okay, und meine Katzen haben irgendwas umgeschmissen. Das finde ich nicht so gut. Aber das Bienchen scheint abzugehen. Wir gucken uns das mal an. Gut, ich hoffe, ihr habt den Bienchen kurz zugucken können, während ich hier mich um meine Katzen gekümmert habe. Ja, okay. Die werden gut versorgt. Das ballert vielleicht ein bisschen zu sehr, aber vielleicht auch einfach nur, weil hier nicht eingesammelt wird. Ah ja, jetzt sammelt die das eh ein. Sehr gut. Machst einen braven Job. Ich gehe das mal wegschmeißen in der Zwischenzeit. Wie sieht der Plotmarkt aus? Ich wollte ja den Goldplot im Auge behalten, den wir wollen für 600 wollen wir verkaufen. Das ist unser Ziel. So ein bisschen über 600 kann der gehen und das würde ich mir auch wünschen. So, hier drüben machen wir das gleiche System. Wir ändern das Bienchen. Dafür werden wir das Ding hier weggeben. Hebe das Gerät auf, damit du es woanders platzieren kannst. Ja, genau. Aber eigentlich will ich das gar nicht. Da
Dann können wir das installieren und haben hier zwei neue Optionen. Dafür brauchen wir bitte Minzmangos, die kommen vom Garten in den Futterautomaten. Und wir haben, oh, das geht jetzt aber nicht, wir haben Plorts. Ah ja, okay. Nee, nicht von Plortsammler und die kommen in den Plortmarkt. Ja, das wollte ich auf Dauer eh noch ändern, dass wir, wenn wir einfach genug Geld haben, aber jetzt brauchen wir ja noch Geld, dass wir da dann hier nur noch Honigslimes drin haben. Weil Jägerslimes haben wir drüben, also ist es eigentlich nicht nötig. Aber gut, das sollte ja passen. Jetzt haben wir die doppelten Bienchen. Hier ist jetzt alles vollautomatisch und sollte ohne unsere Hilfe gut laufen. Aber ich glaube, wir haben hier trotzdem zu viel. Ich glaube, Stufe 2 würde reichen. So Leute, ich habe hier ein bisschen was geändert, nämlich hier wird jetzt Silberwurz eingesammelt von den Gärten in den Futterautomaten, Plorts werden eingesammelt vom Plortsammler in die Marktverbindung. Und hier haben wir jetzt, okay, die Biene ist schon unterwegs, funktioniert das? Ja, nice! Die sammelt nämlich jetzt Pfützplort auf und bringt den in die Marktverbindung. Richtig, richtig nice. Ich wollte euch das kurz zeigen. Jetzt können wir uns kurz angucken. Pfützplatt vom Freiland in die Marktverbindung. Sehr nice. Das funktioniert gut. Das ist toll. Obala. So. Ihr habt ein bisschen viele Silberwurz hier drinnen. Was ist hier los? Also manchmal habe ich das Gefühl, diese Futterautomaten sind so... Ja... Mehr schlecht als recht programmiert, aber gut. Was soll's. So Leute, zurück in Victors Workshop. Ja, ich habe zwei Fehler begangen, man sieht's schon. In erster Linie wollte ich aufnehmen, wie wir hier die 600 Bucks reingeben und dann das Gespräch mit Victor. Ja, die 600 Bucks habe ich verkackt und dann dachte ich, ich nehme auf und sage euch, oh sorry, ich habe das zu schnell reingeballert und wir machen das Gespräch und ich zeige euch Victors Workshop, also seinen Teil der Ranch. Ja, da habe ich leider gedacht, ich nehme auf, habe aber nicht aufgenommen, ziemlich dämlich von mir. Also habt ihr leider das tolle Gespräch mit Victor verpasst. Es war jetzt nicht so spannend, außer dass er weiter in Kontakt bleiben will und er sich gedacht hat, okay, Simulationen sind cool, aber Simulationen können nicht alles regeln und er hätte wahrscheinlich ein paar Freundschaften mehr geschlossen, wenn er das nicht immer simuliert hätte. Im Vorhinein. Jo. Sorry, dass ich da zu dumm war, um aufzunehmen. Ich habe auch schon alle unsere, diese komischen Würfel von ihm in unsere Raffinerie gepackt. Und wir haben halt seine Ranch freigeschaltet. Ja, weil ich eben dachte, ich nehme auf, habe ich hier auch schon ein paar Kleinigkeiten verändert. Jetzt seht ihr die Ranch nicht mehr ganz in ihrem Ursprungszustand. Die Phosphor-Slimes, die hier sind, sind normalerweise nicht hier. Die Q-Berries, also Quaderbeeren, gibt es hier drei Bäume, die sind auch nicht hier normal. Und die Raffinerieverbindung und die Marktverbindung sind nicht hier und die Drohnen sind auch nicht hier normalerweise. Also Drohne 1 und Drohne 2. Ja, ja, sorry, ich habe ein bisschen beim Aufnehmen verkackt. Aber meinen Slimes hier geht's recht gut. Ich habe auch schon Spielzeug für die geholt. Ja, ihr seht, also wir haben hier so eine coole Brücke. Hier ist so, ja, so random eigentlich. Da unten können wir uns gleich nochmal umgucken. Hier oben ist es eigentlich am coolsten. Oh, Slime, bitte bleibt nicht hier. Dort werdet ihr verhungern. So, wir versuchen mal kurz die Slimes hier noch rauszuholen. Weil... Da werden die auf Dauer verhungern. So, hier würde es einen Phasenzitronenbaum geben. Aber ich muss gestehen, der ist, glaube ich, noch original. Da muss man Früchte durchschießen, damit der Früchte trägt. Egal, ich weiß auch überhaupt nicht, ob er überhaupt trägt. Aber und da habe ich kurz überlegt, hier gibt es auch ein bisschen Wasser. Ich habe kurz überlegt, hier die Quantenslimes hinzupacken. Statt den Phosphor-Slimes, aber habe ich dann doch nicht getan, wegen diesem Baum halt. Ja, hier sehen wir ein bisschen so Areal. Sieht eigentlich ganz cool aus, finde ich hier. Also ich finde es hier ziemlich nice, wie alles aufgebaut ist.
Ja, hier gibt es aber sonst eigentlich jetzt nicht so krass viel. Es ist halt unter Wasser. Ich finde, sieht sehr cool aus. Wir sehen uns natürlich auch nicht auf der Map. Wir können nur spekulieren, wo wir sind. Und hier unten ist eigentlich auch nicht mehr so krass viel. Also es sieht irgendwie ganz interessant aus hier. Aber so viel gibt es jetzt auch nicht zu entdecken. Hier sieht es irgendwie weiter interessant aus. Ja, noch mehr Wasser. Da oben, ich finde dieses Schild sah sehr interessant aus. Ich habe kurz überlegt, was es bedeuten könnte. Ob man hier vielleicht Wasser absaugen kann, kann man aber nicht. Und ob man da durch kann, kann man aber nicht. Dann bin ich dazu gekommen, dass man vielleicht Terra-Slimes da durchschießen kann, um sie zu vernichten. Ja. Genau. Und das war es eigentlich schon. Hier gibt es sonst nicht sehr viel zu entdecken. Aber ich finde, es ist ein cooles Areal. Hier kann man eigentlich auch nicht viel. Hier kann man so nach oben gucken. Ja. Gut, ich glaube, das war's. Ja, sorry, dass ich die Aufnahme ein bisschen verkackt habe. Aber ja, gut. Und dann würde ich sagen, sind wir hier zurück. Dann möchte ich als nächsten Punkt, wir haben ja bei Victor freigeschaltet. Viele Sachen, aber den Hühnerkloner und den würde ich gerne bauen. Ich habe in der Zwischenzeit auch, glaube ich, noch mehr Bienen geholt. Ich weiß nicht, noch mehr bessere Bienen. Und wir gucken uns das gleich alles mal an. Ich mache gleich noch eine Tour durch meine Ranch. Dann seht ihr mal, wie ich das ganze Geld gefarmt habe, das ihr unten links seht. Das gucken wir uns gleich nochmal an. Aber ich dachte mir, zuerst kümmern wir uns vielleicht um die Hühner. Und wir nehmen vielleicht mal ein paar Hühner mit. Ich weiß auch nicht so genau. Und gehen in unseren Hühnerbereich. Können wir das noch irgendwo hier platzieren? Sollen wir das irgendwo am Boden oder oben? Eigentlich wäre irgendwo am Boden am besten. Hier wäre vielleicht ganz geil, oder? Sollen wir das hier platzieren? Ich weiß noch nicht so ganz. Verdoppelt deine Hühner bei der Hälfte der Versuche. Also, ich bin noch skeptisch, aber ich nehme an, wir müssen das durchschießen. Oh yes. Okay. 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 Okay, ja, interessant, würde ich jetzt mal behaupten. Ganz interessant. Ja, irgendwie witzig, das mal gebaut zu haben. Gut. Dann würde ich sagen, als nächster schlafen wir ein kleines Röntchen. Oder nee, wir machen die Seven Seas. Das müsste sich jetzt knapp nicht ausgehen. Oh, warum ist hier ein Chicken draußen? Kommst vielleicht da rein? Ich glaube, die Seven Seas Belohnungen gehen sich jetzt ganz knapp nicht aus, wenn ihr mich fragt. Außer wir steigen jetzt hier nochmal ein bisschen, aber das glaube ich nicht. Und ich war immer noch nicht auf 600 bei dem Goldplot. Ich habe jetzt nicht jeden Tag geguckt, aber hin und wieder. Gucken wir mal zu Seven Seas Belohnungen. Also, Labor-Upgrade. Und goldener Volltreffer. Ich glaube, das war irgendwas, der countet Gold-Slimes und dann kriegt man irgendwie mehr Gold-Slimes raus oder so. Oder Goldplot. Bauplan für Titanbohrer. Noch ein besserer Bohrer. Abgrundpumpe. Gefrorenes Feilchen. Silberfuchs und gefrorenes Veilchen. Das klingt nach Farben für mich. Bauplan für königliches Bienenhaus. Docks Upgrade und Bauplan für goldene Slime-Lampe. Bauplan für goldenes Warp-Depot. Ich glaube, das sind die zwei einzigen Sachen, wo man Goldplot braucht. Ah ja, und der Goldteleporter. Ich nehme an. Oh, ich habe zu viel Geld gesammelt. Okay, ihr habt gemerkt, ich habe anscheinend keine guten Mathe-Skills. Starmail haben wir auch noch bekommen. Danke für Ihren Beitrag, die Seven Seas Corporation. Miss LeBor, wir von der Seven Seas Corporation sind vollkommen überwältigt von Ihrem Einsatz für die Seven Seas Belohnungsclub. Sie haben den höchstmöglichen Rang erreicht, der derzeit für Mitglieder verfügbar ist. Gratulation! Da wir keine weiteren Ränge oder Belohnungen anbieten können, haben wir uns entschlossen, in Ihrem Namen einen beträchtlichen wohltätigen Beitrag bei der Internationalen Vereinigung für Otterbewusstsein zu leisten. Oh!
Dank ihrer Anstrengungen werden sich mehr Menschen denn je der Otter bewusst sein. Die Seven Seas Corporation kreierte Systeme, die es Ranchern ermöglichen, Belohnungen zu kaufen, die zu erhöhtem Otterbewusstsein führen. Okay, ein Lächeln nach dem anderen. Die Seven Seas Corporation. Ja, dann schlafen wir mal bis zum Morgen. Kehren zurück zur Ranch. Ich würde hier nochmal ganz kurz gucken, ob wir noch hier irgendwas haben. Ne, nur noch den Schleimschlüssel. Sonst hatten wir eh alles gekauft. Den haben wir schon gekauft. Goldener Volltreffer. Aha. Ein spezielles Backpack-Upgrade, das auf die Schwachpunkte der Goldslimes ausgerichtet ist. Vielleicht ihr geheimer Bauchnabel. Und die Anzahl der produzierten Goldplots verdreifacht, wenn man trifft. Okay. Ja, das machen wir im Normalfall eh nicht. Okay, und jetzt würde ich euch einfach mal so eine kleine Runde Ranch führen und euch zeigen, wie ich so meine Runden gemacht habe, um das ganze Geld zu verdienen. Also ich bin so gestartet, ich bin jedes Mal beim Haus gestartet. Genau, hier sind ja unsere Quantenplots, dann habe ich die Biene mit Wasser gefüttert. Also meine Runden bestanden eigentlich nur aus Wasserfüttern. Aber jetzt will ich auch euch halt ganz kurz nochmal alles zeigen, so im Überblick. Yes. Das haben wir. Dann gehen wir wieder zurück. Dann haben wir hier jetzt Oka-Okas. Hier haben wir nichts mehr. Wir füttern die Bienen mit Wasser. Die Bienen hier sammelt Oka-Okas und ich habe vergessen. Verzwickte Zwiebeln und bringt die in die beiden Gehege. Und dann haben wir die andere Biene, die halt Plorts verkauft hier. Sehr nice. Ja, die Karotten bleiben hier und verschimmeln hier. Dagegen können wir irgendwie nichts machen. Das wäre es dann in diesem Gebiet. Wie geht's weiter? Das ist neu. Okay. Also wir haben ja gerade die Upgrades bekommen. Das ist interesting. Dann füttern wir diese beiden Bienen, die eigentlich nur rosa Plort einsammeln und den verkaufen. Ja, hier geht eigentlich auch nicht viel ab. Hier gibt es einfach random irgendwelchen Stuff. Dann gehen wir hier hin und füttern hier die Biene. Genau, zum Glück haben wir das jetzt schon gemacht. Hier haben wir uns ja eh schon umgeguckt. Und es geht wieder ab zurück. Das sieht ja interesting aus da oben. Das sieht jetzt richtig cool aus. Hat sich noch was verändert? Sah das anders aus vorher? Jetzt bin ich mir unsicher. Ich kann gar nicht so genau sagen, was sich hier verändert hat. Das ist auch neu. Hä? Was gibt's hier für neue Riesen? Und das Tor ist neu. Was gibt's hier für neue Riesengebilde? Aber okay, ich glaube, die können auch einfach nichts außer dekorativ sein. Gut. Okay, das Tor hatten wir vorher auch gerade noch nicht. Das ist komplett neu. Dieser Weg ist auch neu, oder? Sehr schick. Sehr, sehr schick. Ja. Hier haben wir noch unseren Pogofruchtbaum. Ich hoffe, das hatten wir schon mal. Denn ich habe hier jetzt eine Biene. Eine, die Herzrüben einsammelt und die hier den Slimes bringt. Und eine, die Pogofrüchte einsammelt und die in die Verbrennungsanlage schmeißt. Habe ich die jetzt schon? Genau. Dann haben wir noch eine zweite Biene, die Minzmangos hier hinbringt und alle beiden Plorts von den Slimes hier verkauft. Yes, dann geht's eigentlich weiter. Oh, die Statue habe ich noch nicht angeguckt. Die ist ja richtig cool. Oh, die ist super süß mit dem Krönchen obendrauf. Ich mag die. Sonst sieht's hier, glaube ich, eh gleich aus. Gut, dann geht's weiter. Genau, ihr seht gerade, die Biene bringt die Pogofrüchte hierher. Die werden schön gefüttert. Immer wieder, dass hier schön was drin ist und es nie leer ist. Das ist sehr praktisch. Denn ich glaube, die sterben sonst, wenn ich ehrlich bin. Ja, die Plots müssen wir leider noch selbst einsammeln und verkaufen, weil wir dafür einfach keine Biene mehr frei haben. Dann haben wir unsere Chickens, die wir hier noch schnell einsammeln. Das geht meistens schneller, hier einfach ein bisschen durchzugehen und dann nochmal hier so 4 Chickens da zu lassen.
Können wir mal gucken, haben wir schon wieder alte? Yes, haben wir. So. Oh, wir haben jetzt was vergessen. Ne, haben wir nicht. Alles gut. Ja, dann sind wir wieder hier. Hier waren wir auch schon oft genug. Hier gibt es jetzt, ja, Früchte einsammeln hatten wir vorher auch schon. Und jetzt natürlich noch Plorts verkaufen. So, Bienchen schlafen, wie es nicht. Ja, da freut sich die Biene und startet gleich mal los. Ja, das hatten wir auch schon oft genug gesehen, wen wir hier haben. Mosaik und Quanten-Slimes. Quanten-Derwisch-Slimes. Hier geht sonst ja auch nicht so viel ab. Und hatten wir nicht hier auch ein Upgrade? Nee. Ja, hier haben wir immer noch Fleisch sammeln und Plorts verkaufen. Hier hat sich jetzt nicht viel verändert. Außer, dass wir hier nochmal ein paar Hühner durchballern werden. Das war ja jetzt irgendwie unpraktisch, wenn man mich fragen würde. Geht es mit den alten auch? Nice. Wenn ich die alle da durchschmeiß, dann müsste sich ja im Großen oder Ganzen irgendwann diese Biene darum kümmern. Aber naja. Dann könnte ich die ja wieder einsammeln und wieder da durchschmeißen, oder? Ergibt das denn Sinn? Ich weiß nicht, ob das Sinn ergibt. Es ist halt jetzt unsinnvoll, weil die da drüben nicht gefüttert sind und die brauchen dringend Futter, also gönnen die sich hier einfach alles. Ja, aber gut, das klingt doch schon mal nach einem Plan. Die müssen nämlich darüber zu denen da. Und dann geht der Weg eigentlich, ja, also ihr könnt euch schon mal vorstellen, das geht halt normalerweise viel, viel schneller. Oh, hier unten, oh, das ist ja nett jetzt hier. Oh, kleines Slime. Das finde ich super süß hier. Okay, ja, und hier gibt es halt jetzt einen Weg. Okay, ja, sieht nett aus, sieht nett aus. Oh, da, wow, das gucken wir uns gleich nochmal an. So, normalerweise, ja, besprühe ich die beiden mit Wasser und dann geht's schon los hier eigentlich. Dann gucken wir nochmal kurz zu den Hühnern, ob wir hier ein paar einsammeln können. Können wir auch. Machen wir hier auch gleich ein paar. So, ein paar lassen wir hier. So, nice. Das muss reichen. So, und jetzt gucken wir uns nochmal hier um. Das sieht ja mega schön jetzt hier aus. Oh. Das habe ich noch nie gesehen, dass dieser Steg hier repariert wurde. I love it. Wie süß. Und jetzt ist die Nachricht von H auch hier. Und nicht mehr so weit weg. Oh. Wow. Okay. I love it. Oh, hier sind auch die Slimes. Das ist so cute. Oh. Okay, das feiere ich jetzt echt. Das wusste ich nicht, dass das passieren wird. Da bin ich jetzt gerade komplett überrascht gewesen. Na gut. Ja, und dann haben wir das auch. Also normalerweise schaffe ich das so in, ich weiß nicht, wahrscheinlich sind es 5 Minuten in Real Life und wie viel werden das sein? Also nicht sehr viel. Das ist für gewöhnlich jetzt nicht so krass lang. Ich baue normalerweise so um 6 oder 7 fange ich quasi in-game damit an und bin um 9 fertig oder so. Also das dauert eigentlich nur ein paar Minütchen, dann ist man mit dieser Wässerungsrunde eigentlich schon durch. Dazu halt noch die paar Hühner hier irgendwo abgeben. Und das war's. Ja, ich glaube, das war's jetzt auf der ganzen Range. So habe ich auch das ganze Geld gefarmt. Also es hat sehr lange gedauert, kann ich euch sagen. Sicher 8 bis 10 Stunden. Bestimmt. Wo ich einfach nur, ja, ich habe nebenbei ein paar Pen and Papers von Rocket Beans angeguckt und immer wieder halt hier die Bienchen gegossen. Ja. Leute, nochmal kurz im Labor. Ich dachte mir, in einem kurzen Abstecher schauen wir uns nochmal an, was eigentlich diese richtig krassen Dinger hier kosten im Vergleich zu den anderen. Aber ist gar nicht so viel mehr.
Und was da dabei steht? Ein geheimer von Seven Seas hergestellter Bohrer, der die größte Chance auf seltene Ressourcen hat. Hält 12 Zyklen. Steht das bei den anderen auch? 9, 3 und einen. Nice. Dann hätten wir das Ganze nochmal für die Pumpe natürlich auch im Vergleich. Und den königliches Bienenhaus. Dingsbums. Ja. Nice. Ich wollte mir das nur kurz angucken, verwenden werden wir es eh nicht mehr. Und jetzt werden wir noch eine abschließende Sache machen, bevor ich mich verabschiede. Nämlich werden wir uns die Farben nochmal kurz angucken. Ich weiß, das ist eigentlich nicht nötig, aber wir hatten so gelb und blau. Wir hatten klassisch, nee, wir hatten nicht klassisch. Was hatten wir ausgewählt? Sieht man das irgendwo? Haben wir echt klassisch? Ist klassisch? Nee, wir hatten Kobalt. Oder? Ja, gewählt. Okay, müssen wir uns merken. Kobalt. Dann hätten wir... Knallfrosch haben wir, glaube ich, schon mal gesehen. Hat mir nicht so gut gefallen. Genau, hat so rosa dabei. Nee. Tagesanbruch. Oh, das klingt nett. Aber ist mir zu orange. Minzplätzchen. Ist mir zu grün. Vulkanisch klingt cool. Neapolitanisch, nee, rosa wollen wir auf gar keinen. Geisterwein. Geisterwein klingt schon mal richtig gut, muss ich sagen. Gucken wir uns das mal an. Ja. Sehr blau. Die Farbe des Slimes ist okay. Hat auch so blau-gelb. Ja, das geht. Was war das jetzt? Geisterwein. Nachtlicht. Okay, ganz grau. Hübsch laut. Ne, rosa brauchen wir nicht. Und jetzt Silberfuchs. Ja. Achso, das ändert sich gar nicht. Das muss ich nachher nochmal extra ändern. Ich bin da auch dämlich. Ja. Darauf stehe ich auf jeden Fall schon mal. Das kann man nämlich... Genau, das kann man hier dann noch ändern. Okay. Also, ich finde schon mal... Was war das? Silberfuchs fand ich schon mal nice. Gefroren. Könnte mir auch sehr gut gefallen. Mit dem leicht orange. Gefroren finde ich schon sehr nice. Also gefroren und Silberfuchs sind einfach meine. Goldblatt ist, glaube ich, nicht meins. Astroperle ist wahrscheinlich auch nicht so meins. Nee, das Rosa brauche ich definitiv nicht. Tomatillo. Okay. Nee. Konzentration könnte irgendwie noch interessant sein. Ja, mit Gelb. Ja. Aber ich glaube, da. Und Rubin ist ja aus dem DLC. Finde ich auch cool mit diesem Grün. Das gefällt mir gut. Aber wir wollen entweder Silberfuchs oder gefroren. Ich würde mal auf gefroren gehen. Wir können ja mal gucken, wie das aussieht. Machen wir alles mal gefroren. Gefroren, gefroren, gefroren. So. Und dann gucken wir mal. Ja. Okay, gefällt mir auf jeden Fall. Oh, die Bienchen! Ja, gefällt mir sehr, sehr gut. Machen wir es noch einmal um auf Silberfuchs und dann entscheide ich mich, okay? Ich will gerade nicht Zeit schinden, aber ich möchte natürlich diese ganzen tollen Farben auch herzeigen. Wir haben sie alle freigeschaltet und nie benutzt, weil ich einfach faul bin. So, jetzt haben wir so ein bisschen trister. Nicht so ganz so krass, bisschen grauer. Auch nett, aber nee. Ich glaube, ich habe meinen Favoriten gefunden. Gefrorenes Veilchen ist meine absolute Favorite-Farbe hier. Und zum Glück haben wir die natürlich noch ganz am Ende freigeschaltet. Ja, und ich würde sagen, das war's damit. Und jetzt kommt noch eine kleine Abmod. Ich glaube, das war's soweit. Ich habe auf meinem Zettel nichts mehr stehen, was ich noch erledigen möchte. Für mich ist damit das Spiel abgeschlossen und ich freue mich schon riesig auf den zweiten Teil. Ich hoffe ja auch, der wird am 22. September released, also ich hoffe, da sind wir am Start und spielen die nächste Folge. Dazwischen geht es jetzt einfach mal weiter mit Cult of the Lamb natürlich. Ich werde mich wieder bemühen, aber die erste Schulwoche war natürlich wieder Chaos. Also, hoffentlich bis zur nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.